6 Uhr morgens im Osten Brandenburgs. Die Bundespolizei hat im Grenzgebiet die Präsenz erhöht. Eine der Flüchtlingsrouten verläuft über Polen. Die Anordnung aus dem Bundesinnenministerium lautet: mehr Grenzkontrollen. So will man unerlaubte Zuwanderung bekämpfen und die Schleuserindustrie trockenlegen. Wir können eine Migration nicht zu 100% verhindern, aber wir können es den Schleusern und den Leuten, die das Ganze organisieren, so schwer und so unattraktiv wie möglich machen. Einsatz Ende September. Ein Fiat Ducato, slowakisches Kennzeichen, vorne saßen zwei männliche Personen. Als die Polizei den Wagen auf der B112 stoppt, können sie einen der beiden Schleuser schnappen. Auf der Ladefläche 30 Männer, Frauen und Kinder. Sie bitten um Asyl. Alle seien aus Syrien, nur einer aus dem Irak. Also wir haben jetzt Syrien, alle? Yes, yes. Syrien, Hand hoch. Jeder Vierte kommt inzwischen mit Hilfe von Schleusern. So hat die Bundespolizei Forst allein im September 2501 Migranten bei unerlaubter Einreise aufgegriffen. Immerhin auch 38 mutmaßlich kriminelle Schleuser. Mehr Kontrollen bedeuten nicht automatisch weniger Flüchtlinge in Deutschland. Problem ist, glaube ich, diese Erwartungshaltung, dass die Bundespolizei an der Grenze die Leute abfängt und zurückschickt. Das ist einfach rechtlich nicht drin. Wir fragen den Migrationsforscher Rüd Koopmans, was hält er von Grenzkontrollen? Ja, ganz wenig. Die Politiker wollen natürlich gerne vermitteln, dass sie die Kontrolle jetzt wiedererlangen werden. In einer EU mit offenen Grenzen gibt es keine nationale Lösung für die Kontrolle der Zuwanderung. Also es ist zu einem großen Teil ist Symbolpolitik. Das Problem kann nur an den Außengrenzen gelöst werden. Am Grenzübergang in Zels wird das deutlich. Auf der anderen Seite der Brücke ist Polen. Dort drüben irgendwo setzen Schleuser die Geflüchteten ab, die anschließend zu Fuß nach Deutschland kommen. Herr Schleuser, kann das Ding drüben jetzt das Fahrzeug anhalten, die Person rauslassen? Ja. Dann laufen sie selber rüber. Aber dann kriegst du auch nur die Asylbewerber. Aber nicht die Schleuser. Aber nicht die Schleuser. Jede Bewegung auf der Brücke wird außerdem auf deutscher Seite inzwischen von Anwohnern gemeldet. Überhaupt erfahren wir, viele Aufgriffe erfolgen hier gar nicht durch Grenzkontrolle. Die meisten wissen, wer hier im Dorf wohnt. Und wenn sich dort eine fremde Person oder fremde Fahrzeuge bewegen, sind die Leute mittlerweile sehr sensibel und rufen uns auch an. Ich sag mal so, wenn wir jetzt sagen, wir reden vielleicht von 3, 4 großen Gruppen am Tag, dann ist vielleicht ein Drittel davon oder 2 Drittel davon sind Bürgerhinweise. Balingen, Baden-Württemberg. Der Landkreis muss 300 zusätzliche Flüchtlinge unterbringen. Der Gasthof im Stadtteil Killer soll Flüchtlingsunterkunft werden. Als der Landrat darüber informiert, wird schnell klar, was die Bürger davon halten. Wir werden auch ein Stück bei uns und die Entscheidung nicht einfach machen. Das sei kein Antwort. Sind Sie bitte mal ruhig und hören Sie einfach noch zu. Ja oder nein? In Killer ist nicht nur der Platz inzwischen Mangelware. Wir haben schon welche und die reichen. Die sollen da bleiben, wo sie herkommen. Das ist meine ehrliche Meinung. Von wir schaffen das ist kaum noch was zu spüren. Ich weiß nicht, wie viel noch kommt. Wenn man den Flüchtlingsstrom ansieht auf der Welt, sind Millionen unterwegs. Wo sollen die Leute überall unterbringen? Und die wollen ja nur herkommen und das Geld vom Staat. Und das finde ich persönlich nicht gut. In einer Flüchtlingsunterkunft will Landrat Pauli zeigen, weshalb Deutschland dringend unattraktiver werden müsse für Migranten. Zu viele kämen, ohne Kriegsflüchtling zu sein, so wie diese Familie aus Georgien. Vor allem kamen wir wegen meines Sohnes. Er hat gesundheitliche Probleme. Und ich weiß, dass Deutschland eine sehr gute Gesundheitsversorgung hat. Weil Sohn Luca Autist sei, hat die ganze Familie Asyl beantragt. Bis darüber entschieden ist, werden sie von Deutschland versorgt. Wir haben ja gerade den Grund, warum die Familie da ist. Ist in der Gesundheit vom Sohn gegründet, ist kein Asylgrund. Und wenn halt Deutschland mit seinen Anreizen ein Stück weit zum Magnet geworden ist,
da sind ja die Deutschen selber schuld, dann sollte schon die Bundesregierung nicht zu lange warten, bis der Volkszorn sich weiter aufbäumt. 233.000 Asylanträge allein in diesem Jahr. Wohnraum steht kaum noch zur Verfügung. Die Forderung vieler Landräte: weniger Anreize für Flüchtlinge. Ein Vergleich. Wie viel Geld erhalten Schutzsuchende innerhalb Europas im laufenden Asylverfahren? Deutschland zahlt mit am meisten. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Sozialleistungen und Anzahl der Asylanträge? Wie heißt du denn? Landräte wollen auch mehr Sachleistungen statt Bargeld zahlen. Das erlaubt das Gesetz zwar schon längst, aber wird kaum umgesetzt. Genauso wie eine Pflicht zu gemeinnütziger Arbeit. Und deswegen wäre es hilfreich, wenn wir die Chance bieten würden, dass sie sich einbringen. Ja? Aber wenn wir da nicht anfangen, dann werden wir mit der Situation, wie es jetzt so weiterläuft, fahren wir voll gegen die Wand. Die Gesellschaft macht das nicht mehr länger mit. Deutschland müsse auch von Dänemark lernen. Dort ist die Höhe der Sozialleistungen an die Arbeitssuche geknüpft. Das ginge auch in Deutschland, sagt Klaus Ruhematzen. Der Däne ist Arbeitsminister in Schleswig-Holstein. Die Arbeitspflicht in Dänemark gilt aber nicht nur für Asylbewerber, sie gilt auch für alle Dänen. Das ist auch ein typisch dänisches Phänomen, von jedem zu fordern, du musst Teil der Lösung sein. Wenn du dich aus dem System ausmeldest und sagst, nö, ich habe hier einen Weg, keine Lust, ich möchte zu Hause bleiben, dann sagt in Dänemark das System ganz klar, gut, dann wirst du gekürzt. Du musst Teil der Lösung sein. Ist im Übrigen ja in Deutschland auch möglich, wird nur nicht so viel genutzt. Schönebeck in Sachsen-Anhalt. Als Teil der Lösung hat sich Ibrahim Al-Mahdini schon lange gesehen. Der gelernte Maler floh 2015 aus Syrien. Sein Sohn Marwan kam später nach. Dass sie nicht sofort arbeiten durften, verstehen sie bis heute nicht. Noch weniger, dass Deutschland auch nach Jahren gar keinen Druck macht. Jetzt plötzlich heißt es, Migranten schneller in Arbeit. 900.000 Syrer wie die Al-Mahdinis hat Deutschland inzwischen aufgenommen. Aber in Arbeit sind nur 38%. Können Sie mir sagen, wieso? Keine Ahnung. Viele Leute haben keine Lust und viele Leute haben viele Kinder. Und wenn sie zu Hause bleiben, dann bekommt vor ihm viel Geld von Jobcenter oder von anderen. Sie meinen, Ihre eigenen Landsleute würden mehr arbeiten, wenn sie weniger Leistungen Natürlich, bekommen? Natürlich, ja. Wenn sie haben nicht viel Geld bekommen, dann müssen sie arbeiten, ja. Zumindest die Pflicht, sich Arbeit zu suchen, finden Vater und Sohn richtig. Erst im Job hätten beide Deutsch gelernt. Sprachschule oder Integrationskurse allein hätten das nicht gebracht. Brauche ich keinen Dativ oder Akkusativ oder brauche ich Worte. Und die haben Sie da nicht gelernt? Ich habe ja in der Arbeit gelernt mit den Kollegen und meinem Chef. Ibrahim. Denkt ihr an die Ixel, dass er die vernünftig Deutsch streicht? Danny Milde ist Geschäftsführer. Ibrahim inzwischen einer seiner besten Männer. Seit 4 Jahren muss der Chef aber regelmäßig aufs Amt und drängen, dass ein Mitarbeiter weiter bei ihm arbeiten darf. Denn jedes Mal, wenn der befristete Aufenthalt endet, sieht schick aus, ja? Endet auch Ibrahims Arbeitserlaubnis. Ich musste erst selber mit hin, erst als wir dort waren und stumm gemacht haben. Jetzt bearbeitet ihn bitte, damit er hier auch weiter arbeiten kann und hier bleiben darf. Ja. Ibrahim hat auch deswegen die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. 2 Jahre ist das jetzt her. Bescheid vom Amt, bisher Fehlanzeige. Sie möchten gerne deutscher Staatsbürger werden? Natürlich. Ich habe bis heute 6,5 Jahre gearbeitet. Ich habe B1. Ich habe alle gemacht und bis heute habe ich keine Antwort. Keine Ahnung warum. Als Frontal im Fall Ibrahim nachfragt, heißt es in der Ausländerbehörde, man arbeite dort schon am absoluten Limit. Es sei, Zitat, eine Bearbeitung derartiger Massen ohne Landes- oder Bundeshilfe utopisch und nicht zu schaffen. Ibrahims Einbürgerung immerhin sei zeitnah, noch in diesem Winter realistisch. Wer arbeitet, sollte hierbleiben. Ja, natürlich. Man muss Deutschland das lernen, nicht ich. Brandenburg im Grenzgebiet zu Polen. Diesmal finden Frank Malak und seine Kollegen mehrere Flüchtlinge ausgesetzt in einem Waldstück. Der Schleuser ist über alle Berge. Willkommen in Deutschland. Allein im September hat die Bundespolizei deutschlandweit 21.366 unerlaubte Einreisen festgestellt. Bundesinnenministerin Faeser will zusätzlich noch stationäre Grenzkontrollen. Mehr Kontrollen, das heißt auch mehr Aufgriffe.
aber nicht unbedingt weniger Asylbewerber.